Ich habe mir dann auch für Österreich die Zahlen angeschaut, auch hier leider nicht so schön zu sehen, die wöchentlichen Todesfälle in Wien und überall, das kann ich eigentlich relativ schnell durchklicken, weil es tatsächlich nirgendwo irgendwas passiert ist bei Ihnen. Hier sieht man den Vergleich der letzten Jahre für Österreich und wir sehen, dass es einzelne Jahre gab, wo sie auch relativ starke Grippewellen hatten. Und dann sehen wir 2020 und sehen, auch da ist nichts tatsächlich passiert, genau wie in Deutschland. Jetzt kommen gerne Politiker und sagen, es ist nichts passiert, weil unsere Maßnahmen so toll waren. Wir haben euch alle gerettet. Es gab schon sehr früh Wissenschaftler, die mit entsprechenden Modellen sagen konnten und auch korrekt gesagt haben, dass diese Lockdown-Maßnahmen genauso wenig irgendwas gebracht haben wie die Masken. Eine relativ neue Studie vom National Bureau of Economic Research hat das eigentlich bestätigt. Egal, welches Land sie angeschaut haben, egal ob Schweden oder Italien oder Spanien, egal, welche Maßnahmen die Länder gemacht haben oder nicht gemacht haben, überall war der Verlauf dieser Wellen eigentlich vergleichbar. Im Prinzip kommen sie zu dem Schluss, den man auch selber ziehen kann, wenn man sich diese Kurven anschaut und wenn man selber mal einmalt, wann ist dann was eingeführt worden. Wenn Sie mal schauen, in Spanien, wann die Maskenpflicht für die Öffentlichkeit eingeführt worden ist, da gehen die Infektionszahlen richtig hoch. Es ist alles so absurd, dass man gar nicht weiß, ob man eher lachen oder weinen soll. Ganz klar ist, dass es bis heute keine einzige Studie gibt, die wissenschaftlich belegen würde, dass das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit bei gesunden Menschen irgendeinen Zweck erfüllt, sondern ganz im Gegenteil, dass dieser, was viele Studien zeigen, ist, dass dieses Maskentragen extrem kontraproduktiv ist. Ich habe hier von Frau Professor Kapstein einen Artikel reinkopiert, den ich jedem empfehlen möchte, der sich für dieses Thema interessiert. Aber dazu gibt es inzwischen wirklich sehr gute Studien, insbesondere auch dazu, was für Keimschleudern diese Masken sind, wenn die so getragen werden, wie sie getragen werden. Aber nicht nur das, wir wissen es auch, die CO2-Rückatmung etc., diese Masken sind gefährlich.